Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Begegnung Wohnbaumoskitos Essen gegen die Harzer Falken aus Braunlage. Zu meiner Rechten begrüße ich Arno Lörsch, den Coach unserer Gäste, und zu meiner Linken unseren Coach Frank Gentges. Die Moskitos gewinnen von 942 Zuschauern mit 6:2, so war's. Das erste Wort des Abends, unser Gästetrainer, bitte. Ja, schönen guten Abend, Frank, erstmal Glückwunsch zum Erfolg. Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft auch ein Lob aussprechen. Ich glaube, jeder hat gesehen, mit dem kleinen Kader haben wir wirklich versucht, das Bestmögliche rauszuholen, haben hier und da Essen zu viel Platz gelassen und dann hat Essen natürlich eine mega Qualität im Kader. Nutzt das auch aus, zu Recht, aber gerade das letzte Drittel hat die Mannschaft nochmal richtig gekämpft, 6:2 hinten. Der eine oder andere gibt sich vielleicht auch auf. Wir haben das nicht gemacht, wir haben das wirklich gut zu Ende gespielt. Ja, ich kann eigentlich zufrieden nach Hause fahren, mag man vielleicht nicht glauben, wenn man keine Punkte geholt hat, aber ich muss natürlich auch auf meine Mannschaft gucken und auf die momentane Personalsituation, da ist im Moment nicht mehr drin. Deswegen bin ich nicht ganz unzufrieden und unterm Strich geht natürlich der Sieg für Essen in Ordnung. Dankeschön. Ja, schönen Abend von meiner Seite auch. Arno, danke für die Gratulation. Ja, Arno kann mit seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. Drei, vier Spieler weniger auf dem Eis gehabt als wir heute. Aufopferungsvoll gearbeitet, gekämpft, jeden Schuss geblockt vom Tor. Haben aber auch genauso erwartet heute, dass die ziemlich nicht nach hinten ziehen, dann mit vier, fünf Mann ums Tor rumspielen und dann versuchen, alles wegzuhalten, zu blocken und so weiter. Gut, wir haben nach den drei Spielen, die wir jetzt mit einem Tor Unterschied gegen Spitzenmannschaften verloren haben, war erstmal generell wichtig, dass wir heute einen Dreier holen. Weil wenn das heute nicht geklappt hätte, dann wäre die Psyche der Leute komplett am Boden gewesen. Das war das Wichtigste. Wir haben drei Punkte und das kann man dann auch abhaken. Die Probleme, die wir haben, das Spiel war sehr aufschlussreich für mich jetzt nochmal final. In welche Richtung sage ich jetzt besser heute nicht. Da haben wir auch gesehen, wieder, wie viele Chancen wir brauchen. Ich fiel, glaube ich, 85, 90 Schüsse aufs Tor und was wir daraus machen, ist dann auch wieder mal zu wenig. Und, für heute hat es gereicht, in Spitzenspielen muss man dann auch wieder sagen, wenn du die Chancen hast und die Hälfte oder ein Drittel davon, dann musst du mehr Tore machen. Wenn du die nicht machst, wirst du auch in Zukunft nicht erfolgreich sein. Dann gibt es immer eine Sache, man kann die Sache abstellen und man kann sie nicht abstellen. Ich arbeite täglich mit der Mannschaft. Ich habe es ja schon mal kurz im Interview vorab gesagt. Viele Leute, ich meine, ich habe es ja, wenn man die Presse verfolgt hat vor der Saison, da haben wir uns alle eingestuft, dass wir die Mannschaft sind, die sich am besten verstärkt hat, haben aber alle Leute wahrscheinlich vergessen, dass wir nur drei Spieler aus der letzten Saison auf dem Eis haben. Das sind alles drei Verteidiger. Wir haben drei komplette neue Sturmreihen. Wir haben nur drei Sturmreihen und die sind ganz anders. Läuferische Qualität haben wir in den letzten Jahren viel besser gehabt. Individuelle Klasse, mag sein, dass der eine oder andere ein bisschen besser ist als die Jahre davor. Nur ist ein ganz anderes Eishockey. Wir müssen System anpassen, Trainingsintensität, alles da mussten wir anpassen in letzter Zeit, weil das was ganz anderes ist. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir dann auch in den Spitzenspielen, dass wir da punkten und das wird nicht einfacher werden. Und kommt auch so die Zeit, wo man final mal mit dem einen oder anderen Spieler auch jetzt schon ins Gericht gehen muss. Da sind zwei, drei Mann auf dem Eis, das ist mir einfach dann auch zu wenig. Wenn man heute dieses Spiel mal zugrunde legt, heute hätte sich ja auch gegen vermeintlich schwächen Gegner in dezimiert, hätte sich jeder auszeichnen können. Aber was ich vorne gesehen habe, war Aaron McLeod und dann kam erst mal lange Zeit wieder mal nichts. Und das ist mir dann auch irgendwo zu wenig. Ja. Dann drüber reden, wenn es irgendwann nicht mehr klappt, ist dann auch zu spät. Die Jungs wissen jetzt auch Bescheid. Aber da müssen auch von dem einen oder anderen mal Taten folgen. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, jeder macht Fehler. Jeder muss seine Einstellung haben, wenn man eine Scheibe verliert, dass man dann wie Katharina Witt in ihren besten Zeiten Bogen fährt über das ganze Eis, das werde ich nicht mehr dulden. Dankeschön. Ja, danke, Frank. Darf ich noch darauf hinweisen, das nächste Spiel in der Oberliga hier zu Hause haben wir nächste Woche Sonntag gegen die Hannover Indians um 18.30 Uhr und am Dienstag im Rahmen der Future Challenge des Deutschen Eishockeybundes spielen wir um 19.30 Uhr. Gegen die Auswahl des Deutschen Eishockeybundes in Marreich, der U20. Dankeschön! Ich wollte noch sagen, wie wir jetzt am Dienstag spielen, die U20-Nationalmannschaft, dass wir so versuchen, drei, vier junge Spieler aus Düsseldorf zu holen,
4 Blöcke voll machen, dass wir denen auch eine Chance geben. Das sind 2000er Jahrgänge, 17, 18 Jahre alt, die wollen sich auch empfehlen für den Nationaltrainer. Und die Chance geben wir denen, und wir können dann nicht jetzt wieder 3 Spieler, 5 in den 11 oder 12 Tagen mit 3 reinspielen. Das ist klar, dass wir ein paar Leute holen, dass wir die auch bekommen. Und dann werden wir mit 4 Blöcken durchspielen. Wendler spielt dann mal am Dienstag. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache auch für uns, wieder mal so ein Spiel zu machen. Und für die U20 auch. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.